Ja, und damit willkommen zurück zu Black Ops. So, wir sind jetzt 4. Folge Provokation. Sollen wir starten, oder? Ich kann mich auch nicht wieder bewegen. Gleiches Spiel wieder. Option. Ach, hey. Standard, ja. So, ducken. Hinlegen, okay. Kampf. Ich weiß auch nicht, warum der das nicht speichert. Vielleicht als Administrator starten das Spiel oder so, keine Ahnung. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, weil andere Spiele, die... Was ich dich fragen wollte. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht. Schlimme Situationen. Und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Wir werden sehen. Okay, weitere technische Probleme. Ja, Black Ops 3, ne? Wir können jetzt eine Weile ein bisschen rumgucken hier. Erwischt den Boden. So, wo geht's denn hier noch hin? Das war ja die Kampfzone, ne? So, ich hoffe, dass er bald wiederkommt, dass wir hier loslegen können. Wir können jetzt ja mal umziehen, komm. Wir ziehen uns mal ein bisschen um.
Die haben auch die Robo-Arme. Die wurden uns ja eigentlich abgerissen, ne? So. So, ich glaube, er kommt gleich wieder. Kann man hier noch was machen? Nö, ne? Zwei Fertigungskits. Also, es war ja hier mit den komischen Dingen hier. Wir können ja mal noch Ausrüstung. Das MG, da haben wir die SVG 100. Das wird, glaube ich, die beste, ne? Ja. SVG. Ne, die P06 ist eigentlich die beste. Extrem viel Schaden, aber weniger Präzision. Drei Schusssalben, na das ist blöd, dann ist die der stärkste. Ja, horizontal ist rechts, links. Ich weiß, warum du nicht auf Wänden laufen kannst. Weil du transversale Verbesserungen nicht drin hast, wahrscheinlich. Da gehst du an den Waffenschrank. Also wenn du dann reingejoint bist, bist du schon wieder da, ja. Und hier ist der Waffenschrank. So, und dann gehst du bei so ein Waffenset rein, was du ändern willst. Und dann hast du Taktikrahmen. Also du hast die zwei Waffen, dann Taktikrahmen, genau. Und dann musst du die Stiefel reinmachen. Transversale Verbesserung. Ermöglicht das Laufen an Wänden. Genau, und du brauchst die Transversalverbesserung, ja. Und dann kannst du an Wände laufen. Ohne den geht's nicht.
Fälschen Sie Bilder drüber, nehmen Sie beliebige Schlachtfeld auf. Ne? Funktionieren auch bei Sprengsätzen. Einweg gestellt, Kampffähigkeit, das System ist gestellt. Ja. Hm. Also ich habe die ersten zwei drin, Sensorik, Puffer und Ding, aber... So. Wände laufen und Sensorik, Puffer, mehr habe ich doch nicht. Mal die SVG. Die Morde, die Säuberung der Station deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeeds es zeigen. Hendrix, du hast hier doch Kontakt. Kommen wir so an die Großrand? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Lass deinen Charme spielen und bring uns rein. Dann kann Kane die Laufwerke aufspüren. Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey! Noch eine Runde für uns! Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Q-Zone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute? Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja. Dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels.
Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben. Das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Plan B? Plan B! Plan B? Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit Danny liebe Freunde. Ja, das dachte ich auch. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum im Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Um was wetten wir, dass Gush Yolan genau dahin will? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das NIR-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind wir auf Wohl hier? Schmeißen die eine Granate runter. Ehrlich. Was ist denn hier? Oh, das ist ein Stück. Oh, da kann man anstecken, der Kriegsherr, ja? Hey, get down jetzt. Jawohl. Oder, oh! Das und das, ja, da kann man ja rumschauen. Sag mal, wieder die Granate. Noch ein Kriegsherr, oder was? So. Zurück! Vorwärts! Da ist eine Koppel da oben hin. Der ist auch mal hier vorne. Was? Jetzt ist er down. Mein Muni, Alter. Hilfe! Bitte! Ah. Alter, die mit ihren... Ah, oh, das ist gefährlich. Hier mit den Granaten. Ich bin down. Das sind nur Granaten, die Arschlöcher. Nö. Nur nichts. Nee, brutale Gans, Alter, das kann ich dir empfehlen. Ey. Das ist so, so ein lustiges Spiel, ey. So einmalig, also sowas hat es noch nicht gegeben. Okay. Muss ich mal angucken.
wir auch schon eine Folge aufgenommen. Das ist nicht so einfach. Wieder ein Dicker. Oh, zwei, so. Ihren Bruder gekillt. Hätte sie killen sollen. Weidige.
Einsatz schwer gepanzert, aber nicht kugelsicher. Deine Wachen kriegen ihn klein. Port erledigt! Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen! Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Vitol startet bei Paketbestätigung. Verstanden. Hat viel los. Scheiße. So, jetzt hier hoch. Mhm. Okay, wohin jetzt, Kate? Serverraum, direkt oberhalb. Jawohl, das hat gut geklappt. Du musst dich sputen. Julan ist in die Ecke gedrängt. Sie wird mit dem handeln, was sie hat. Den Infos auf den Datenträgern. Schwer hier. Schwerer Part, ey. Boah, okay. Ah, Alter! Genau. Wo bist du denn? Unten oder oben? Hier noch. Ja. 100 hier. So schlecht, hätte ich uns zurückwerfen müssen. Scheiß Granat. Kane, Sie haben einen Geist. Den Geist nicht angreifen, wenn es nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Solange du in der Bio-Kuppel bist, ist alles gut. Total fantastisch. Da scheint noch mehr Verstärkung unten in den Pflanzenberg einzudringen. Egal. Gojulan und die Datenträger haben Priorität.
Munition. Die Datenträger zu entschlüsseln. Der Upload geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information von den Datenträgern geht gleich an die CDP. Wir müssen sie ausschalten. Kein Zugriff auf die Konsole. Was jetzt? Ein Biometriescanner. Scanne Ihre Hand. Benutzer authentifiziert. Warte auf zweiten Abdruck. Zweiter Abdruck? Was soll der Scheiß? Achtung! Verstärkung nähert sich eurer Position. Die Abdruckscanner müssen für beide Geschwister ausgelegt sein. Nicht wirklich. Wir haben keine Zeit und keine Option. Benutzer authentifiziert. Guten Tag, Mutter Go. Bitte die Hand für zweiten Abdruck benutzen. Okay, Hendrix. Benutz die Konsole. Dein DNI muss als Leiter für den Transfer herhalten. Das heißt? Vertrau mir, ja? Wir müssen einen schnellen Upload durchführen und alles von den Datenträgern löschen. Genau wie wir es mit den Geheimstation-Daten am Dock gemacht haben. Mach bloß mein Gehirn nicht kaputt, Kane. Ist klar. Aber vielleicht gefällt dir nicht, was du siehst. Hendrix, alles okay? Ihm geht's gut. Na gut. Eindringlinge im ersten Stock, bin unterwegs. Download bei 20%. Ja, das kriegen die auch später gleich kaputt. Scheiße! Sie blasen das verdammte Fenster kaputt. Aus! Ah, kriegt ihr eine Kartoffel. So. Feinde seilen sich vom VTOL ab!
welche mit dem Schild hier runter. Da haben wir das nicht. Also. Download abgeschlossen. Evakuierung ist unterwegs. Ja, endlich. Seile raus! Wir werden beschossen. Er ist getroffen! Achtung! Plan C? Plan C! Kane! Keine Evakuierung. Weiter mit Tertiärprotokoll. Echo 3. Bestätigt. Weiter zur Markierung. 54 E-Doc. Ihr müsst eines ihrer Boote kapern. Weiter! Nichts wie raus hier, verdammt! Boah, wir sehen aus wie mein Baum auf der Hütte. Auch ein neues Kanallogo bei YouTube. Der Superbaum hinten hat Zugang zum Dock. Los! Kannst nicht erwarten. Jetzt nichts wie raus hier! Wir haben die Sumpfboote erreicht.
Immortals auf dem Weg zu euch. Ihr bedient die Geschütze, Juh. Ich steuere. Dann mal fett ins Boot rein hier. Sumpfboot. Drück auf die Tube, Kay. Alles klar, Hendrix? Ging mir nie besser. Hat Kane recht? Hat Taylors Team wirklich unsere Leute getötet? Was hast du gesehen, Hendrix? Einen Scheißdreck habe ich gesehen. Ja, dann war's das schon wieder mit der Folge. Ein bisschen lang heute, weil wir ja technische Probleme hatten wieder mal. Dank Black Ops. Wurden die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig. Das Spiel so ist ja nicht schlecht, aber ja, das heißt nicht schlecht, ist fett schon. Also Story muss man sagen, ist schon okay, aber wir mussten die undichten Stellen ja, kleine technische Probleme. Ich hatte es in der ersten Folge direkt. Ich weiß auch, dass die jetzt das nicht gern sehen in der vierten Folge. Mal sehen, die fünfte wird. Bis dahin. Ciao. Kane sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen: Wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe, zum alten Coalescence-Gebäude. Schnellfeuer. So, nochmal ciao. Ciao, ciao.